Der LAAT oder auch Republic Gunship waren wendige, schwer bewaffnete Kanonenboote, die von der Galaktischen Republik als Truppentransporter und Luftunterstützung während der Klonkriege eingesetzt wurden. Übrigens, die Rebellion benutzte in ihrer Anfangszeit, sofern sie einen beschaffen konnten, auch einige Gunships. Dieser Tiefflug-Angriffstransporter beförderte Clone Trooper ca. 30 in der Anzahl, Aufklärungseinheiten und Ausrüstung zum Einsatzort und konnten dabei auch selbst in Kampfhandlungen eingreifen. Das Republic Gunship verfügte über ein regelrechtes Waffenarsenal, das ihm für ein Luftfahrzeug dieser Größe eine gewaltige Schlagkraft verlieh. Der erste Einsatz dieser Kanonenboote war in der Schlacht von Geonosis, wo sie den Verlauf der Kämpfe entscheidend beeinflussten und einigen Jedi das Leben retteten. Und hier steht es, das Republic Gunship 75021, Anzahl Teile 1175, Release-Jahr 2013. Ich lasse mal im Hintergrund schön die Sonne reinscheinen oder das Licht reinscheinen, damit es hier ein bisschen schön auch in Szene gesetzt wird. Minifiguren hat das Set 7 Stück, die sind jetzt hier nicht dabei, wie man sieht, weil ich habe das Republic Gunship gebraucht auf eBay gekauft.
Und da waren jetzt keine Figuren mit dabei. Habe ich jetzt zwei eigene Figuren jetzt mal reingesetzt, hier im Cockpit, dann hier auf den zwei anderen Geschütztürmen, sage ich mal. Genau. Dort drin könnte man auch noch welche reinsetzen, habe ich jetzt mal nicht gemacht. Weil mir ist die Funktion jetzt an den Flügeln jetzt nicht wirklich bekannt. Das Republic Gunship ist immer ein sehr beliebtes Modell gewesen. Es gab ja zwei Stück davon, eins was auch auf der Version von Geonosis basiert, das andere wiederum aus der Clone Wars Serie. Ich persönlich mag echt wirklich dieses Republic Gunship hier, vor allem auch, weil es anders als bei dem Clone Wars Set gibt es jetzt hier diese ausfahrbaren Geschütztürme und damit wirkt dann halt einfach das Gunship nochmal wesentlich gefährlicher, mächtiger halt. Und nichtsdestotrotz kann man auch, wie beim Clone Wars Set, einfach die Türen hier nach hinten verschieben. Natürlich geht es jetzt nicht ganz komplett zu, also nicht, dass hier das alles abdeckt. Aber ich meine, oftmals sieht man so ein Gunship immer in der Atmosphäre durchfliegen und ja, das sind meistens auch die Türen dann halt offen. Das geht schon klar, das ist nicht so schlimm. Ich meine allgemein einfach von der Optik jetzt hier. Sieht doch einfach echt viel besser aus mit den zwei Geschütztürmen. Dann machen wir jetzt allgemein einen Rundgang um das komplette Schiff. Es ist ja ein Kanonenboot als Truppentransporter gedacht. Und es ist auf jeden Fall schon massiv, hat schon sein Gewicht. Und was halt eben auch gut ist, was die eingeführt haben, ist dieser Henkel hier oben. Da muss man dann nicht das irgendwie so rübertragen. Oder damit halt so rumfliegen und die ganze Hand kommt, bedeckt halt wiederum das ganze Schiff. Oder halt da unten, wo dann irgendwie was plattmäßig dann verschiebt. Da gibt es dann schön diesen einen Hebel, kann man dann hochhalten. Und dann positioniert sich auch durch die Schwerkraft das ganze Schiff auch wie so ein Kanonenboot ein bisschen. Dann ist nach vorne geneigt so. Und das macht halt, ist halt schon spaßig so, damit halt herzufliegen. Und genau, da habe ich ja schon mal die erste Funktion gezeigt. Es gibt eben diesen einen Henkel hier oben, der ist auch richtig stabil, also der hält alles aus, was man da dran hängt, kein Problem dafür. Und dann haben wir da hinten eben die Raketensalven drinnen, die werden ja dann, damals dachte ich immer, dass die hier oben einfach davon abgefeuert werden. Aber Tatsache ist, dass die anscheinend wirklich, ja, also hier, so kommen die dann raus, zack, gehen die hier rein, wird nachgeladen, die Rakete hier drin, und die wird dann darüber hier auch abgefeuert. Deswegen ist sie auch hier schwarz, wegen dem ganzen Ruß, halt dem Rauch da, was da rauskommt. Damals habe ich das gar nicht gewusst, aber umso besser jetzt, finde ich. Dann haben wir hier vorne, damit wären wir eigentlich auch schon beim oberen Teil schon durch. Dann haben wir hier vorne, also hier haben wir natürlich zwei Cockpits, zwei Piloten passen da rein, auch sehr schönes Glas, mag ich sehr. Dann haben wir hier die zwei Geschütze, Frontgeschütze hier vorne, lassen sich hier rumdrehen. Und dann haben wir an beiden Seiten, können wir hier einmal aufklappen. Und dann haben wir hier so, ja, Ersatzraketen halt für die da oben. Kommt eigentlich nie vor oder hätte irgendwas anderes besser reingepasst, finde ich. Oder so eine Munitionskiste, also für, oder halt Waffenkiste, wäre eher besser, cooler gewesen. Aber ja, ist auch nicht schlecht so. Dann haben wir halt hier noch eine ziemliche Öffnung, wo halt ja ein paar Minifiguren reinpassen, zwei, drei. Stück, auch an beiden Seiten, wie natürlich, wie ich vorhin gezeigt habe, eben diese Geschütztürme. Die lassen sich innen drin reinfahren, ein bisschen so. Damit man so ungefähr diese Gradlinie hinbekommt. Wenn es halt in Gefechtsposition kommt, dann kommen die hier rausgefahren, zack. Und ja, die lassen sich auch ein bisschen nach vorne neigen. Ah ne, die lassen sich auch 180 Grad
eigentlich sogar 360 Grad. Drehen, neigen, aber bis auf, dass die hier immer so rausfahren können und wieder rein, können die leider nicht mehr machen und halt eben nach oben und unten neigen. Das war's mit denen auch schon, aber man kann natürlich hier die also einmal das Cockpit vorne und das, die Halterung hinten aufklappen, und damit man halt eben da eine Figur halt reinsetzen kann. Sonst wäre ja das Geschütz nicht bemannt. Ja, dann haben wir noch hier zwei kleinere Klappen, wo man, weiß nicht, Waffen oder Munition halt reinsetzen kann. Auf jeden Fall cool, dass je mehr Türen sich öffnen lassen, desto besser. Desto spaßiger ist es dann damit auch zu spielen. Genau, da habe ich vorhin auch schon gezeigt, hier kann man das Cockpit auch aufklappen. Das ist halt Sticker, da gibt es auch sehr viele Sticker davon, die wurden aber alle schon bereits beklebt, so wie es mal aussieht. Genau. Gucken wir mal kurz noch unten auf die ganze Konstruktion. Ist auch alles sehr fest gemacht, stabil gemacht. Also wie gesagt, das ist ziemlich robust, das hält echt einiges aus. Hinten haben wir eine Klappe oben, die kann man aufsetzen. Und ja, da habe ich jetzt eine Kiste drin, die man dann hier reinsetzen kann. Kann man alles Mögliche reintun dann. Dann gibt es hier hinten noch diesen Rückgeschütz, also falls irgendwelche feindlichen Flugeinheiten hinten dran sind, hinten ankleben, dann gibt es hier extra dieses Geschütz. Und ja, damit lässt sich auch von der Rückseite aus verteidigen. Hier hinten haben wir noch eine Klappe, die kann man genauso aufklappen. Und da wäre dann wiederum jetzt hier ein Speeder drin. Den gab es jetzt nicht mit dazu, war ein bisschen schade, aber gut, der hat mir jetzt optisch eh nicht gefallen. Kann ich mir auch irgendeinen anderen dann da reinsetzen, wenn ich es möchte. Aber dafür wäre dann die Klappe hinten da. Genauso gut könnten aber auch Truppen hier da hinten rauslaufen. Das ist ja auch kein... Können die einmal von der Seite hier und dann einmal von hinten. Das geht ja genauso. So. Ah ja, genau, die Türen. Da habe ich ja vorhin jetzt an der Seite vergessen. Türen natürlich gehen hier einmal zur Seite nach hinten auf. Da gibt es natürlich mehr Raum, mehr Platz für weitere Figuren. Ja, 10 Stück, 15 oder? Sag mal, passen da locker rein. Das reicht ja auch. Da lässt sich das natürlich wieder auch zuklappen. Sieht auch sehr schön aus. Habe ich in Stop-Motion-Videos, habe ich das immer geliebt, wenn Gunship da war und er dann die Türen hier so aufgeöffnet hat und die Truppen rausgelassen hat. Genau. Ja, das lässt sich da hinten hier wunderbar. Wird auch alles mit solchen Technikteilen verbaut, befestigt. Funktioniert so, wie es soll. Bin ich voll zufrieden damit. Ja. Ist auf jeden Fall echt sehr groß, das Teil. Wie gesagt. Und ich wollte schon immer ein Republic Gunship haben. Aber die waren halt immer ziemlich teuer gewesen im Handel. Und ja, dann konnte ich halt nie einen bekommen oder auch keinen kaufen. Umso mehr freue ich mich, dass es dann mittlerweile im Jahr 2013 dann diesen Remake dann davon gab. Und einfach auch optisch für mich, also für mich zumindest optisch ein viel bessere Version ist als das Clone-Wars-Modell. Das wäre das Republic Gunship. Schade, dass dieses Jahr kein Remake von dem Gunship nochmal gemacht, also wahrscheinlich nicht machen werden, sondern kommt halt dieser ATTE dran. Ist jetzt nicht mein persönlicher Favorit, da bin ich eher bei AT-AT als ATTE. Ja, aber vielleicht wird es ja nächstes Jahr was, vielleicht wird es ja oder übernächstes Jahr dann halt nochmal ein Gunship. Wer weiß, kann man jetzt nicht vorhersagen. Mir gefällt dieses Gunship auf jeden Fall sehr und ich kann es mir einfach jeden Tag immer wieder neu ansehen. Jeden Tag einfach immer neu mal kurz hier anheben, zack. Und dann ein bisschen mal kurz rum. Während der Zeit. Wieder hier landen, Truppen raus, zack, fertig. Ah! Aber das wird auch sehr gut so häufig dann benutzt werden für zukünftige Stop-Motions. Deswegen war es auf jeden Fall eine nötige Investition und. Ja, einfach ein schönes
Schöner Truppentransporter, muss ich sagen. Das ist einfach das Schönste. Ich habe zwar noch hier oben ja den Tidirium oder Tidirium, wie auch immer man es ausspricht. Finde ich auch schön und ist auch alles sehr toll detailliert gemacht und gestaltet, aber es kommt halt nicht auf den hier ran. Ganz einfach. Das ist halt einfach episch. Allgemein, wie viel, was der alles rau abschießen, abballern kann. Hier zwei Kanonen, hier nochmal zwei Laser-Dinger, die hier rauskommen. Dann hier oben mehr Raketen. Nee. Ja. Wunderschön. Einfach nur wunderschön. Okay, ich würde dann sagen, das war's dann mit diesem Republic Gunship, mit dem Review dazu. Boah, Mann, ey, das sieht echt einfach nur geil aus. Ich bin einfach nur verliebt in das Ding. Ich hoffe, euch hat dieser Review gefallen zum Republic Gunship. Schaut auch gerne auf die anderen Videos rein. Letztes Mal habe ich den Y-Wing mir angeschaut. Genauso wie eben nochmal das 501. Battle Pack durchgenommen. Auch das 40558er Klon Bliss Pack oder Accessory Pack. Schaut da gerne mal rein. Ich hoffe, euch gefallen auch die anderen Videos. Und ja, gebt gerne einen Kommentar dazu, wie ihr diesen Carpon Style findet. Und ja, mit diesen letzten Worten sage ich dann nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal.